So, da bin ich wieder, Leute. Willkommen zum heutigen Video ausgegebenen Assen. Ich kotze gleich ab hier. So, Leute, willkommen. Es ist. Haben wir auch für Tag? Ausgegebenen Anlass werde ich heute mal ein ganz, ganz, ganz wichtiges und eigentlich auch grundlegendes Thema präsentieren. Und zwar, weil ich einfach mal wissen wollte, wie es aussieht mit diesem Green Shirt. Jetzt seht ihr das mal original, so sieht das aus. Und ich kehre das natürlich immer weg. Ich wollte einfach mal wissen, wie das wirkt. Wirkt wahrscheinlich gar nicht mal so sauber, aber egal. Haben wir so einen kleinen schönen Effekt im Video, dann wird es vielleicht auch mal 6-mal mehr angeklickt. Nachricht. Viele von euch da draußen, Anfänger, Fortgeschrittene bis hin zu maßlos Fortgeschrittene, fragen sich immer wieder, wie häufig soll ich eigentlich trainieren? Und ja, das kann ich euch auch schon mal sagen, in der Regel der maßlos Fortgeschrittenen, Profi-Bodybuilder, was auch immer, ist immer wieder der kleine Mann im Kopf, beziehungsweise die beiden Streithähne oder sogar 3 oder 4, die sich raufen und immer wieder unterschiedliche Argumente hervorbringen, wie häufig man doch einen Muskel trainieren soll oder generell trainieren soll. Da gibt es noch Legenden aus Schwarzeneggers Zeiten, der 2-mal am Tag richtig hart trainiert hat und das Ganze dann 6-mal die Woche und dann höchstens einen Tag frei hatte, bis hin zu anderen großen, großen, massigen Bodybuildern, die wirklich jeden Muskel nur alle 7 bis 9 Tage trainiert haben und damit schiere Massen aufgebaut haben. Was ist denn jetzt richtig? Womit get ich ripped? Womit kriege ich den besten Körper eigentlich und die besten Ergebnisse? Vor allem mit dem Ramadan-Video habe ich das Thema schon mal so ein bisschen angesprochen. Das heißt auch für die da draußen, die eigentlich mit Ramadan, dem Fest und dem Fasten, nichts zu tun haben, sollten sich das vielleicht einmal anschauen, weil da geht es gerade um die Thematik, wann soll man überhaupt auch mal komplette Pausen machen. Das wird heute nur am Rande besprochen. Jetzt geht es mehr darum, welcher Split wird dazu, wie häufig trainieren und was ist vor allem die Wahrheit dahinter. Denn dieses Video soll vielleicht einen kleinen Schlussstrich ziehen. Seit 40 Jahren ist es ungefähr die gleiche Debatte und seit 40 Jahren sind sich trotzdem die große Elite der Bodybuilder recht einig darüber. Natürlich, wie immer, gibt es den X-Faktor und das ist einfach der Faktor, der 7 Milliarden verschiedene Genetiken auf diesem Planeten ausmacht und damit ein wenig Differenz handelt. Aber der Korridor ist relativ schmal, in dem sich alle bewegen. Relativ schmal. Es gibt kaum jemanden, der alle 20 Tage optimal den Muskel trainieren kann und kaum jemanden, der das alle 2 Tage machen kann. Also haben wir einen Korridor. Und in diesem Video erfahrt ihr von einem wirklichen Profi und Personal Trainer, was es damit auf sich hat. So, einige meiner Kollegen haben ja schon Videos dazu gemacht. Davon gibt es ja haufenweise Videos. Da hätten wir den Herrn Smart Gains oder auch Simon Teichmann. Ach, wahrscheinlich alle möglichen haben das schon gemacht. Und damit kommen wir auch direkt zum Trend. Diesen Tipp höre ich relativ häufig. Der größte Fehler. Und jetzt rollen wir das Feld mal so ein bisschen von hinten auf. Der größte Fehler, den ich immer wieder sehe, und das habe ich schon in Dutzenden von Videos nebenbei gesagt, gerade bei Anfängern ist, sie wollen zu viel, sie machen zu viel. Und überhaupt erstmal in diese Logik, leider die Logik des Bodybuilding und des Körperaufbaus, Muskelaufbaus zu kommen, dass hier weniger auch manchmal mehr ist, da muss man erstmal hinterkommen. Da hat man diesen großen Ehrgeiz und denkt, okay, ich bin jetzt 17, ich möchte aufholen, alle anderen haben schon Muskeln, alle Älteren haben Muskeln, jetzt hole ich auf. Und da ich so willensstark bin, mache ich das in 2 Jahren, wofür die 6 brauchen. Also trainiere ich jeden Tag die Brust, morgens, mittags und abends. Bäm! Ich kaufe mir noch Handeln für zu Hause. Und wenn ich nicht im Studio bin, dann mache ich da noch ein bisschen Bankdrücken. Bäm! Und dazwischen mache ich Liegestütze. Egal wo, im Schwimmbad, in der Schule, egal wo. Und dann kriege ich nämlich die Brust auch nur in einem Jahr hin. Ganz so funktioniert es hier nicht. Wir werden ziemlich gedrosselt mit unserem Ehrgeiz. Und nun ja, nicht nur ziemlich gedrosselt, sondern auch oft muss ich die Leute enttäuschen und sagen, ihr seid undisziplinierte Bodybuilder. Und die stehen da, what? Ich bin undiszipliniert, ich gehe jeden Tag ins Studio, ich mache meine Ernährung. Da kannst du schon sagen, stopp. Disziplin ist es auch, sich mal ein bisschen zu bilden. Nicht nur den Körper, nicht nur einfach ins Fitnessstudio zu rennen und an die Handeln wie ein Primat. Nein, sondern sich zu bilden. Ehrgeiz ist, sich um die Ernährung zu kümmern und nicht nur YouTube-Videos zu gucken, Bücher zu lesen und so weiter. Und Disziplin ist ganz entscheidend, wenn es auch heißt, Nein zu sagen. Bin ich so ein bisschen erkältet oder kurz vor einer Erkältung? Nein, ich gehe nicht trainieren. Dann ist es nicht Disziplin zu sagen, oh, ich habe Schnupfen, so ein bisschen Fieber, aber ich bin so ein harter Kerl, ich gehe trotzdem trainieren heute und gebe alles. Das ist keine Disziplin, das ist völlige Disziplinlosigkeit. Ihr habt einen Suchteffekt. Das ist ein psychisches Problem. Ihr habt es gar nicht im Griff und geht dorthin, macht euren Körper kaputt, baut nichts auf, nein, oder unter Umständen auch noch ab.
und dann kommt ihr wieder, habt schlechtere Resultate. Das nennt ihr Disziplin. Wenn Disziplin es ist, möglichst schnell und effizient den Körper aufzubauen, dann sind die Regeln leider etwas anders. Aber gut, wollen wir nicht so viel quatschen? Gehen wir mal ein paar Beispiele durch. Ganz modern ist es geworden, dass man sagt, jetzt mittlerweile zweimal die Woche, gerade für Naturalathleten. Was hat es damit auf sich? Natural und unterstützende Athleten. Diejenigen, die Steroide nehmen, haben eine beschleunigte Regeneration. Das will ich hier nicht auseinanderklamüsern, da gibt es ganze Kanäle, die vor allem so etwas machen, sich damit beschäftigen und das richtig gut machen. Da muss ich nicht mehr. Diese Leute haben eine erhöhte Regeneration, können öfters trainieren, können aber auch härter trainieren. Sie trainieren härter, regenerieren etwas schneller, aber dadurch kommen sie wieder auf das gleiche Maß, wie wenn man nicht härter trainiert und dafür etwas länger braucht von der Regeneration. Also letzten Endes kommt es ungefähr aufs Gleiche raus. Und die Naturalathleten haben eine wesentlich schlechtere Regeneration. Und mit Regeneration meine ich nicht nur Muskeln, aber darauf kommen wir auch noch später. Sie müssen sich ein wenig mehr ausruhen. Und nein, es ist völlig daneben zu sagen, Naturalathleten müssten mehr trainieren. Da werde ich jetzt gar nicht viel zu erklären. Das ist einfach richtiger Bullshit. Es gibt immer wieder das Stichwort Proteinsynthese und die hält 2-3 Tage an. Aber was nicht passiert ist, dass ihr in den nächsten 2-3 Tagen Muskeln abbauen würdet. Haltet das im Hinterkopf. Vielleicht wäre es, wenn ihr nur einen Muskel trainieren wollt, nur die Brust, aber auch nichts anderes, nur die Brust, dann könntet ihr diese 2-mal in der Woche trainieren und die Proteinsynthese optimal ausnutzen. Ja, aber wir haben da noch 5 andere Muskelgruppen und da kommen wir dann nämlich in die entscheidenden Schwierigkeiten. Ganz berühmt ist es vor allem Push und Pull zu trainieren. Heißt drücken und ziehen, alle Übungen, wo man drückt und zieht, und da sind oft auch die Beine mit eingearbeitet. Das heißt, Kniebeugen oder dergleichen kommen dann noch mit rein. Alles, was den Quadrizeps betrifft, kommt auch mit in den Push-Day rein. Also ist Bankdrücken und Quadrizeps zusammen. Und wenn es um den Beinbizeps geht und man pullt ein bisschen mehr, dann kommt das mit zu dem Rücken dazu. Und das sind so die groben Aufteilungen. Rücken, Bizeps und Beinbizeps vielleicht und die hintere Schulter. Und dann haben wir Brust, vordere und mittlere Schulter vielleicht, Trizeps und den Quadrizeps. So, dann Bauch, Waden irgendwie noch dazwischen und sonst irgendetwas. Grundsätzlich halte ich von diesem Split gar nichts. Warum halte ich nichts von einem Zweiersplit? Und jetzt Achtung, Trainingsanfänger, da wird öfters das Argument genannt, diese müssen erstmal die Bewegung lernen. Ja, stimmt. Und ihr müsst euch erstmal austoben. Ja, also wer wirklich ein Trainingsanfänger ist, der kann die ersten 3 Monate mal lernen. Und ja, jetzt werden einige sagen, ja, aber so Bewegung, komplexe Bewegung wie Kreuzheben muss man auch länger lernen. Das stimmt. Aber wenn wir jetzt möglichst schnell voranschreiten wollen, die Bewegung könnt ihr immer noch lernen bei einer Übung, könnt aber trotzdem euch schon mal um maximalen Muskelaufbau kümmern. Ihr müsst nicht sagen, ihr stellt das beiseite. Und damit ihr erst den maximalen Muskelaufbau in 6 oder 1,5 Jahren anvisieren könnt, lernt ihr in der Zeit nur. Nein, ihr könnt in der Zeit die komplexen Bewegungen wie Kreuzheben, kann ich euch nur empfehlen, lernt es erstmal 1,5 Jahre, bevor ihr bis zur letzten Wiederholung geht. Lernt es, aber trotzdem, das ist nur eine Übung, macht ihr die anderen Übungen bis zum Versagen an Maschinen, an sonst was. Und so kommt ihr auch voran. Also es gibt hier kein Entweder-Oder, macht das ruhig beides. Und ihr werdet, das kann ich euch auch sagen, auch nach 15 Jahren immer noch Bewegungsabläufe besser lernen. Also so ganz gefeit davor, dass ihr irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, selbst wenn ihr richtig aufpasst, alles könnt, ist nicht. Dann lernt man doch wieder was Eigenes. So, warum halte ich nichts von einem Zweiersplit für mäßig fortgeschrittene bis alle anderen, die da drüber sind? Eine Sache, die nie bei meinen Kollegen erwähnt wird, komischerweise, nie, bei keinem habe ich es bisher gesehen, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege und das in einem Video gezeigt wurde, das Prioritätstraining. Ganz am Anfang des Trainings, die Muskeln und die Sätze und die Übungen, die ihr am Anfang macht, die genießen eine höhere Priorität bei euch. Und das mündet auch meistens in einem besseren Reiz, den ihr in der entsprechenden Partie setzt. Was bedeutet das? Priorität bedeutet, am Anfang des Trainings habt ihr volle Energie, vollen Fokus, mentale Energie. Seid noch komplett fit und geht jetzt daran und macht zum Beispiel Bankdrücken oder Latissimuszug oder Rudern. Ihr solltet am Anfang des Trainings immer die komplexeren Übungen machen. So etwas wie Kreuzheben nach 1 Stunde Training machen, wenn ihr schon ausgelutscht seid, ist tödlich. Da könnt ihr euch so verletzen, weil ihr den Fokus gar nicht mehr habt. Also macht das am Anfang. Kniebeugen. Nie zum Schluss. Am Anfang macht ihr das. Zum Schluss vielleicht mit ganz, ganz leichtem Gewicht, aber auch davon würde ich einfach abraten. Die komplexen Übungen am Anfang, ebenso wie die großen Muskeln, alles, was so schwer ist und aufs zentrale Nervensystem geht, wo ihr viel Gewicht bewegt, alles an den Anfang. Pumpen, kleines Gewicht bewegen, viele Wiederholungen, alles nach hinten.
Das heißt, den Bizeps vor den Rücken trainieren. Mein Gott, wer macht denn sowas? Außer man macht das, um eine Vorermüdung zu erreichen. Aber auch das halte ich nicht immer für sinnvoll. Und jetzt kommen wir nämlich dazu, warum ein Zweier-Split wirklich ätzend ist. Ob Push, Pull oder sonst wie aufgeteilt. Ihr habt wirklich wichtige Gruppen und ihr teilt alle 6 Muskelgruppen, die ihr habt, nun auf nur 2 Tage auf. Das heißt, wenn ihr 2 Muskelgruppen durch habt und adäquat trainieren wollt, dann wird die dritte, die ihr macht, immer hinten anstehen. Da trainiert ihr schon seit einer Stunde und dann muss die noch trainiert werden. Und das sind oft große Sachen noch. Wenn wir an einem Tag Rücken und Teile der Beine haben, das ist für einen richtigen Bodybuilder unvorstellbar. Ich habe das jetzt seit 15 Jahren, seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren trainiere ich jetzt schon nicht mehr so. Und man ist immer so ein bisschen kopfkrank und die Theorie ist in einem Kopf. Aber wenn ich mir nur vorstelle, einen so wahnsinnig mächtigen Muskel wie den Quadrizeps zu trainieren und das mit so einer Übung, die, glaube ich, die härteste Übung im ganzen Bodybuilding ist, Kniebeugen oder meinetwegen eine Beinpresse, weil ihr nun mal 200, 300 Kilo bewegt, die raucht euch auf, die Übung. Und wenn ihr die jetzt machen sollt nach dem Rückentraining, was ist das? Oder ihr macht es vor dem Rückentraining und womit habe ich dann ein Kopfproblem? Für mich die ästhetischste und stärkste und wichtigste Muskulatur in meinem Fall ist der Rücken. Und den Rücken, mein Lieblingsmuskel und der so wichtige Muskel, der soll jetzt nach dem Oberschenkel trainiert werden. Alles geht auch nicht. Und so kommen wir immer wieder in Schwierigkeiten. Mein Trizeps war die längste Zeit meines Lebens und ist es immer noch das größte Problem. Den jetzt aber nach Brust, nach Schultern, nach vorderen Beinen, Oberschenkeln, den Quadrizeps trainieren, ganz hinten dran nach 1,5 Stunden, da würde er nie wachsen. Ich kann nicht behaupten, dass das Ganze jetzt sogar auf Studien zurückzuführen ist, dass die Muskeln auch schlechter regenerieren oder nicht so viel aufbauen, dass da ein Prioritätstraining drin ist. Aber alleine, weil ihr den Fokus nicht mehr habt, die Trainingskonzentration quasi nicht mehr habt, die Gewichte nicht mehr bewältigen könnt, ist der Reiz meistens schon schlechter. Und deswegen fällt für mich grundsätzlich ein Zweier-Split im ernsthaften Bodybuilding, und das beginnt für mich ja und auch bei meinen Klienten schon nach 3 Monaten, fällt einfach weg. Und das Argument mit dem Lernen, der Bewegung, da habe ich schon was zu gesagt. Kommen wir zu einem Dreier-Split und spielen das Ganze mal durch. Ein Dreier-Split halte ich bereits für sinnvoll. Wenn wir also die Woche aufteilen, ob jetzt Brust und Trizeps zusammen oder die Arme gerne auch mal ausgetauscht, Brust und Bizeps zusammen, Mann! Und dann kommt Rücken und Trizeps oder wie auch immer, Rücken, Bizeps, bla bla bla. Dann haben wir einen sinnvollen Split, allein schon, weil die 3 großen Muskelgruppen, die zentralen Muskelgruppen, die wichtigsten sind, alle kleinen sind nur unwichtig und werden eh mit trainiert. Die großen haben wir schon mal getrennt. Und das halte ich für den wichtigsten Eingang im Bodybuilding. Wir trennen die großen Muskelgruppen, die wirklich anspruchsvoll sind. Vor allem Rücken und Beine, die müssen getrennt werden. Das sind so komplexe, riesige Muskelgruppen, die zerpflücken euch, wenn ihr sie richtig trainiert. Also müssen die möglichst alleine trainiert werden und eine Priorität genießen. Wenn dann der Bizeps, Trizeps hinterherkommt, das ist okay. Aber Beine, Rücken getrennt und die Brust, weil wir da auch noch relativ viel Gewicht bewegen, auch nochmal, auch wenn die natürlich nicht mit diesen riesigen Muskeln mithalten kann. Aber Schultern, Bizeps, Trizeps, das ist alles Kleinkram daneben. Jetzt haben wir also schon mal einen sinnvollen Split mit dem Dreier-Split. Wenn wir den aber richtig machen und wirklich hintereinander trainieren, Montag, Dienstag, Mittwoch, dann haben wir 3-mal trainiert. Einen Tag Pause müsst ihr lassen. Als Natives, als Nicht-Natives, was auch immer. Ich würde sogar sagen, eigentlich nach jedem einzelnen Tag, denn wenn ihr den Rücken richtig trainiert habt, dann habt ihr nicht nur die Muskeln zerfetzt. Und ja, wenn es nur um die Muskeln ging, könnt ihr am nächsten Tag Brust trainieren. Und danach könnt ihr auch die Beine trainieren. Und wenn ihr dann frei habt, hey, dann sind 4 Tage vergangen. Bis dahin könnt ihr die Brust wahrscheinlich wieder trainieren. Aber das zentrale Nervensystem geht an allen 3 Tagen kaputt. Richtig kaputt. An dem Beintag noch mehr als am Brusttag. An dem Rückentag noch mehr als am Brusttag. Und dann zerschießt ihr euch komplett, ihr zerschießt die Gelenke, die Sehnen, nichts kann sich mehr erholen. Wenn ihr richtig trainiert, macht ihr das nicht und könnt das 3 Wochen durchziehen, muss ich leider behaupten, dann trainiert ihr nicht richtig. Dann geht mal mit jemandem trainieren, der euch wirklich fertig macht. Also haben wir hier das Problem, wir können nach 4 Tagen wieder ansetzen, wenn wir vor allem einmal einen Ruhetag einlegen wollen. Jetzt behaupte ich aber, es wäre sogar sinnvoller und besser, nach dem Rücken einen Ruhetag zu lassen und nach den Beinen einen Ruhetag. Und jetzt seht ihr, jetzt stretcht sich das schon. Wir haben schon 5 Tage, die wir warten müssen. Noch besser ist es natürlich, wenn ihr nach jedem dieser Tage einen Ruhetag einlegt. Auch nach Brust und Bizeps oder Trizeps oder was auch immer, ein Tag Regeneration bleibt. Und dann sind wir bereits schon nicht mehr bei der Möglichkeit, 2-mal die Woche zu trainieren. Das wären wir schon nicht, wenn wir alleine nur alle 3 durchtrainieren und dann einen freien Tag haben.
es ist nicht möglich, das auf die Woche zu packen. Ja. Und dieses Argument wurde leider sehr oft nicht erwähnt. Wer von euch rennt denn bitte 6-mal die Woche ins Studio? Und wenn das einer von euch macht, dann sage ich auch, da stimmt etwas nicht bei euch. Wenn ihr irgendwann mal auf die Bühne wollt, Millionen von Euro damit verdienen könnt, eine richtige Karriere starten und es ist bereits sicher, dass ihr das machen könnt, hey, dass ihr dann viel Zeit investiert, ist okay. Die meisten von euch, 99,99% da draußen, wollen das gar nicht, ziehen das gar nicht in Betracht, sondern machen das, um toll auszusehen. Und dafür 6-mal da reinzurennen, da habt ihr nicht gerade viel vom Leben. Also wen auch immer ich hier auf die Füße trete, gern geschehen. Ihr müsst euch mal in den Spiegel angucken. Das soll jetzt euer Leben sein? Gut, aber das ist ein komplett anderes Thema. Lassen wir das mal weg. Gesund ist es sicherlich, 4-mal die Woche ins Studio zu gehen. Und da kommen wir zu meinem Lieblingsbit, 4er-Split. Aber es geht jetzt um die Trainingshäufigkeit. Ich sage, 1-mal die Woche den Muskel trainieren. Und wenn ihr den richtig trainiert und richtig Gas gebt, und das heißt, ihr könnt nach dem Schultertraining nicht mal mehr die Arme heben, fahren wird nach dem Beintraining wirklich schwer, dann trainiert ihr richtig und dann nur 1-mal die Woche jeden Muskel. Und es reicht. Denn egal, ob jetzt eure Proteinsynthese für die entsprechende Muskulatur wieder bereit wäre nach 3-4 Tagen, und wohlgemerkt, das zentrale Nervensystem ist es nicht, die Sehnen sind es nicht, die Gelenke sind es nicht, nur die Muskeln wären wieder bereit. Selbst dann heißt das nicht, ab da baut ihr Muskeln ab. Es dauert mehr als eine Woche, bis ihr da vielleicht wieder was abbauen würdet. Wenn überhaupt. Das heißt, ihr habt wirklich viel Zeit. Wenn ihr die Muskeln nur alle 2 Wochen trainieren würdet, behaupte ich, kommt trotzdem Schicht und Schicht was dazu. Die Superkompensation wird eingehalten. Ja. Und jetzt lege ich sogar noch einen oben drauf. Ich trainiere die Muskeln alle 9 Tage. Oh ja, warum? Weil ich nur 3-mal die Woche ins Studio gehe und weil ich sehr viel Regeneration brauche. Das ist eine individuelle Sache. Ich sage nicht, jeder muss 9 Tage trainieren. Sage aber, ich wette mit euch, wenn ihr statt 1,5 bis 2-mal die Woche Muskel trainiert, alle 9 Tage das macht, werdet ihr mehr Fortschritte haben, als ihr sie aktuell habt, wenn ihr dann richtig trainiert. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ich sage auch nicht, dass 9 Tage besser sind als alle 7 Tage für jeden. Ich brauche viel Regeneration, ich habe 3-4 Tage Muskelkater, obwohl ich jetzt schon seit 20 Jahren trainiere und selbst wenn ich ein halbes Jahr durchtrainiere, habe ich immer Muskelkater. Ich lebe im Muskelkater mit jedem Training und wenn es das 20. Rückentraining hintereinander ist immer eine Woche dazwischen, habe ich Muskelkater, weil ich einfach so sehr immer wieder an die Grenzen gehe. Der Muskelkater bleibt nicht aus und dann brauche ich die Regeneration. Und ich merke schon, wenn ich dann nur 1-mal die Woche mehr trainiere, und mit mehr trainieren meine ich egal welche Muskelkater, und schon will ich nur noch schlafen, ich gähne vor dem Training, ich bin völlig nieder. Meine Schulter darf ich nur 1-mal im Monat trainieren, wenn überhaupt, dafür muss ich sogar was auslassen. Also, ein für alle Mal, trainiert nur 1-mal die Woche. Das ist gesund für euch mental, weil ihr dann auch ein paar andere Sachen machen könnt als Fitnessstudio rennen. Ihr werdet mehr Fortschritte machen, ihr lernt es punktuell viel härter zu trainieren, was ihr gar nicht könnt, wenn ihr 6-mal die Woche trainiert. Und ihr werdet einfach gemütlicher mehr Erfolge machen. Egal ob Native oder nicht Native, was auch immer. Und jetzt noch ein kleiner Tipp. Auch ich bin nur ein YouTuber, auf den ihr hier hört und der natürlich wieder irgendwas labern kann. Ja, aber der hat das gesagt, der hat das gesagt, jetzt sagst du das. Probiert es 1-mal selbst aus. Macht ein Selbstexperiment. Und es ist ein mutiges Experiment, denn ihr müsst für eine Woche bei mehreren Muskelgruppen mal das Training ausfallen lassen. Nehmen wir als Referenz Bankdrücken. Ihr wollt Bankdrücken steigern, habt es vielleicht schon lange nicht mehr gemacht oder nie so stark gemacht und möchtet das jetzt mal auf den Punkt bringen. Angenommen, ihr trainiert den Brusttag, habt ihr immer montags, egal ob ihr 2-mal die Woche trainiert oder auch nur 1-mal die Woche. Und jetzt lasst ihr jedes andere Training aus, aber weiterhin super ernähren, gut schlafen und alle Supplements nehmen. Weiterhin Kreatin und sonst was nehmen, natürlich nicht den Booster, den brauchen wir nicht. Weiterhin genug Proteine nehmen, 1 Woche richtig reinhauen. Immer daran denken, ihr macht das, um beim Bankdrücken zu steigern. Ihr werdet all eure Armee in Form von Ernährung dafür für diesen einen Tag am nächsten Montag sammeln. Ihr trainiert nichts anderes, nicht mal die Waden. Es gibt keine Ausnahme, keine Sit-Ups, nichts, gar nichts anderes. Wir konzentrieren uns auf Brust und damit das Bankdrücken als erste Übung als Referenzwert. Und 1 Woche später macht ihr dann nochmal Bankdrücken. Was bisher bei jedem meiner Klienten geklappt hat, bei jedem meiner Freunde geklappt hat, bei jedem, den ich den Tipp gegeben habe und der es wirklich durchgezogen hat und nicht auf einmal 10-mal joggen war oder so, der sich wirklich regeneriert hat, er hat auf einmal das Bankdrücken exponentiell gesteigert. Er hat mehr Gewicht genommen und damit mehr Wiederholungen gemacht. War der vorher bei 100 Kilo und hat die 8-mal geschafft, ist er jetzt auf 105 und hat die 10-mal geschafft und dachte, ach du Scheiße, was ist da passiert? Und was ist da passiert?
Daran seht ihr, wenn das genauso bei euch passiert, seht ihr, dass die Regeneration von auch Muskelgruppen, die nichts mit der Brust zu tun haben, von Rücken, von Bizeps, von Beinen, dass die es verhindern, dass ihr euch möglichst weit fortschreiten könnt in einer einzigen Übung oder Muskelgruppe. Und wenn ihr das jetzt aufdröselt, merkt ihr, scheiße, ich brauche einfach nur mehr Zeit. Natürlich könnt ihr nicht immer alles Training ausfallen lassen, aber wenn ihr immer dafür sorgt, dass ihr einen Tag komplette Regeneration habt nach einem Training und höchstens dreimal trainiert in der Woche und jeden Muskel nur einmal, dann wird das. So, jetzt ist alles dazu gesagt. Ich hoffe, es bringt ein bisschen Klarheit rein. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen. Ich habe mein T-Shirt ein bisschen vorgeschützt. Hier ist es aber auch. Warte, ich bin raus. Lasst uns die anquatschen. Like den ganzen Mist hier. Und das hier ist nicht von Steroiden, sondern von einer Cortisonspritze, wer sich's gefragt haben sollte.